Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier auf Berg. Wie ihr seht, ist natürlich unser Immerflügler zurück. Das ist natürlich erstmal geil. Außerdem würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal die Drachen in der Akademie. Gucken da natürlich gleich mal nach, wie sieht's da überhaupt aus? Können wir eventuell noch ein, zwei Drachen pimpen? Oder müssen wir auf alle Fälle noch ein bisschen warten? Das ist natürlich die Frage. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir auf jeden Fall gleich mal die Lage. Gucken gleich mal in der Akademie rein und machen uns erstmal einen Plan, wie viele Drachen da überhaupt noch im Training sind, wie viel wir eventuell trainieren können. Außerdem haben wir ja im letzten Let's Play hier die letzte Flotte vernichtet. Flotte Nummer 81, wenn mich nicht alle täuscht. Können wir gleich nochmal gucken, aber ich denke, das war so. Da habe ich natürlich eine gute Chance gehabt und habe am Ende dann so ja die drei Sterne bzw. die drei Schlüsse abgeräumt. Das war natürlich monstermäßig geil. Also wie gesagt, ich habe mich absolut gefreut. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, welche Flotte war das. Ich glaube, Flotte 81. Jo, so sieht's aus. Flotte 2 80 ist jetzt dran. Von daher würde ich sagen, werden wir das natürlich in den nächsten Let's Plays mal in den Angriff nehmen. Aber wie gesagt, erstmal lassen wir es. Checken wir erstmal die Akademie. Da seht ihr, zwei Drachen sind noch im Training. Das heißt natürlich, wir müssen auf alle Fälle zwei Drachen noch trainieren. Wie sieht es hier aus bei Valka? Da können wir natürlich auch noch einen Rin stoppen. Von daher würde ich sagen, gucken wir da natürlich gleich mal nach, ob wir da eventuell einen so... Naja, für 10 Stunden wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Aber da weiß ich natürlich nicht genau, ob ich da ihn am Start habe. Viere, das könnten wir machen. 12 Stunden dauert es. Ich denke, das machen wir. Schicken wir den erstmal los. So, dann ist der natürlich bei Valka für 12 Stunden. Aber wie gesagt, wir müssen uns natürlich jetzt einen neuen Sammler suchen. Also ihn, der natürlich Materialien für uns sammelt. So, dann würde ich fast sagen, nehmen wir den auch gleich mal. Der sammelt besser als der. Von daher lassen wir das erstmal so, wie es ist. Dann haben wir das natürlich auch erledigt und können uns jetzt natürlich erstmal um den Immerflügler kümmern. Das werden wir auch gleich mal tun. Sammeln hier alles ein. Schicken den natürlich für 12 Stunden nochmal neu los. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unseren Fleischklops ab. Okay, okay, okay. Und schicken den für 2 Stunden gleich nochmal los. Dann seht ihr natürlich hier, dass wir unseren Sturmpfeil natürlich auch gleich nochmal losschicken könnten, wenn wir wollten. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal. 4 Runen investieren wir, lassen den erstmal losflattern. Hier habe ich natürlich im letzten Let's Play schon angedeutet, dass ich hier auf jeden Fall warten will, dass ich den Snoggletalk kotze und wirke auf jeden Fall erstmal hier auf Berg lasse, um den dann später zu trainieren. Aber wie gesagt, da fehlen uns natürlich noch ein bisschen was. 160 Mille haben wir, 432 brauchen wir. Von daher könnt ihr euch auf alle Fälle selbst ausrechnen. Hier bei Johann, ihr seht dann natürlich selbst frische Beute. Gibt es nicht so wirklich. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir checken erstmal unseren Muffel. Gucken da natürlich drin. Oh, das ist natürlich geil, dass wir hier am Rad drehen können. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, was wir am Ende hier abstauben. Aber ich hoffe einfach mal, dass es eventuell... Naja, gut, okay, das ist nicht geworden. Dann kriegen wir am Ende dieses Paket. Kriegen wir die 6 Odin-Münzen. Und dann können wir das Paket natürlich auch gleich mal öffnen. Das werden wir erstmal machen. So, sehr schön. Dann nehmen wir hier erstmal alles mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf alle Fälle nochmal eine Keilerei. Gucken da natürlich nach, ob da was geht. Aber vorher würde ich sagen, pimpen wir unseren Muffel, können den natürlich auch trainieren. 205 Mille kostet es. Das heißt natürlich, wir könnten eigentlich warten, könnten den auch hier lassen und könnten den dann später nochmal trainieren. Also wäre auch eine Option. Von daher würde ich sagen, lassen wir den auch erstmal hier auf Berg und werden das dann später mit in Angriff nehmen. So, dann haben wir aber, wie gesagt, das erstmal erledigt. Müssen uns jetzt weitere Drachen suchen, die wir noch trainieren können. Von daher würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal in unseren Hangar. Ich will nämlich gucken, ob ich eventuell noch 1, 2, 3 Drachen finde. Zwei natürlich, die so 21 Stunden, 23 Minuten, also um die 21 Stunden brauchen. Geil, wert natürlich, aber wie gesagt, versprechen kann ich nichts. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, ob wir hier den einen oder anderen finden. Aber wie gesagt, ich weiß es selbst nicht so genau. Das ist natürlich mies. Jeden Tag 9 Stunden, 11 Stunden. Jeden Tag 12. 16:35, das wäre natürlich eine Option, aber wie gesagt, die 21 Stunden, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt noch welche finden. 20 Stunden 30, der Gleitgesang. Ich würde sagen, dann schicken wir den erstmal los. Okay, und dann bräuchten wir eigentlich nur noch einen, der natürlich zeittechnisch vielleicht auch um die 21 Stunden braucht. Also wie gesagt, geil wert, aber wie gesagt, versprechen kann ich natürlich nichts. Von daher gehen wir hier weiter durch. Jeden Tag 3 ist natürlich ein bisschen lange. Jeden Tag 18, jeden Tag 3, jeden Tag 18, jeden Tag 18. 22 Stunden, 30 Minuten. Ich würde sagen, dann schicken wir den erstmal los. Ich denke, das ist fast sinnvoll. Den könnten wir auch nehmen.
So, wie gesagt, ich würde sagen, wir entscheiden uns jetzt erstmal für den erschütternden Rüttler, pimpen den für 18,5 Mille, schicken wir den natürlich hoch in der Akademie. Hier seht ihr, vier Drachen sind drin bei Valka. Ist auch soweit alles Paletti, von daher haben wir alles soweit erledigt. Könnten jetzt natürlich nochmal die Sammlung checken, aber da habt ihr natürlich selbst auch einen Überblick. Also ich meine, da muss ich natürlich auch noch ein bisschen was machen, aber das Coole ist natürlich, dass wir hier vorne bei unserer großen Überwillensammlung nur noch insgesamt 24 Gegenstände brauchen. Klar, das sind die Gegenstände, die man eigentlich relativ selten bekommt. Also bei Johann kann man die öfter mal kurven für Runen. Von daher ärgere ich mich natürlich auch schon ein bisschen, dass ich es in der Vergangenheit nicht schon getan habe. Ich weiß ja nicht, wer von euch kurft den Gegenstand hier hoch bei Johann oder sagt da nö. Also ich warte so lange, bis ich den hier für ein bisschen Fisch oder ein bisschen Holz bekomme. Für Runen hole ich mir den nicht. Also wie gesagt, würde ich mal gerne wissen, wie ihr das so handhabt, wie oder beziehungsweise worauf ihr da achtet, wie ihr das macht. Also schreibt das mal in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal eine Keilerei und checken hier natürlich den nächsten Gegner ab. Also gucken, was da auf uns wartet. Ich hoffe natürlich, dass wir hier den nächsten Gegner finden, den wir irgendwie bezwingen können. So, okay, drei Drachen auf Level Nummer 13. Da würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall erstmal frontal ruf und gucken, ob wir den oder ob wir die eventuell bezwingen können. Klar, ein Gronkel ist mit dabei. Das ist natürlich immer nicht so cool, weil der hat natürlich fette Attacken. Also ich weiß natürlich nicht, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Gronkel und dann gucken wir natürlich, ob wir eventuell noch den einen oder anderen hier angreifen können. Vielleicht auf den nochmal, aber ich würde sagen, wir greifen erstmal da an und müssen jetzt natürlich abwarten. Der Gegner ist jetzt natürlich hoch dreimal dran, ne? Macht jetzt natürlich Bambule und wird uns auf alle Fälle, denke ich jedenfalls, gut auseinanderruppen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Müssen wir mal gucken, was macht der? Haut der uns am Ende weg oder reicht es am Ende doch nicht? Ich weiß es nicht. Wow, der kloppt uns am Ende komplett weg. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich richtig mies. So, dann greifen wir den erstmal an. Und dann würde ich sagen, kloppen wir erstmal unsere Spezialattacke raus. Müssen jetzt natürlich gucken, ob wir hier am Ende den Sieg nach Hause holen, weil die Wallig, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mies. Der Gegner lebt auf alle Fälle noch. Von daher denke ich, werden wir jetzt richtig scheiß Karten haben. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir den Kampf verlieren. Könnte auf jeden Fall am Ende so aussehen. Greifen wir den erstmal an, kloppen den weg und dann würde ich sagen, greifen wir einen von den Bienen an. Ist eigentlich doof, wir schüssen, wen wir angreifen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den hier und müssen jetzt natürlich gucken, wie jetzt weiter. Was macht der Gegner? Wow, der kloppt mich erstmal weg, alles klar. Aber ich glaube, ansonsten sieht es gut aus. Kommt auf einmal, was der macht. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir können jetzt nämlich unsere Spezialattacke erstmal raushauen. Das heißt natürlich, wir kloppen erstmal einen gegnerischen Drache komplett weg. Der andere ist eigentlich auch so gut wie am Arsch. Von daher müssen wir jetzt nur abwarten, gucken, was der Gegner macht. Und dann können wir natürlich frontal angreifen, können den natürlich jetzt auseinanderruppen und haben hier den Last-Minute-Sieg am Start. Also wie gesagt, ich habe nicht mehr dran gedacht. Also ich fand, das sei ganz schön bitter für uns aus zwischenzeitlich. Aber am Ende haben wir dann die 29 Pokale bekommen. Das nächste 3-Stunden-Paket ist natürlich auch am Start. Von daher haben wir hier erstmal wieder soweit alles richtig gemacht. Also davon gehe ich jedenfalls aus. Dann würde ich sagen, wir haben das 3-Stunden-Paket erstmal anfangen zu öffnen, freizuschalten. Öffnen hier das 8-Stunden-Paket. Was gibt es hier für uns? 5-mal den Zipper, okay, 4-mal den Knochenräuber, 4-mal den Sturmschneid, 4-mal den Skrill, 4-mal den Funkenhüstle, 3-mal den Elite-Knochenräuber und dann haben wir nochmal den Dagos-Grill, 10-mal mit dazu. Das heißt natürlich, wir können den auf Level Nummer, Stufe Nummer 13 pimpen. Das ist natürlich geil. Ich mach mal kurz einen Screenshot. So, das ist natürlich monstermäßig cool, weil die Wahl, den haben wir natürlich auch im Fight immer mit am Start. Von daher würde ich sagen, werden wir den jetzt auch gleich mal aufleveln. Auf Stufe Nummer 13 machen den gleich nochmal ein bisschen stärker. Ihr seht hier die Gesundheit plus 38, Angriff plus 3, Spezial plus 3, Verteidigung plus 1. Also ich denke, haben wir auf alle Fälle alles richtig gemacht, haben jetzt den nächsten auf Stufe Nummer 13 mit am Start. Von daher würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder so weit durch, haben eigentlich alles erledigt. Also davon gehe ich aus. Wenn euch noch irgendwie was einfällt, könnt ihr natürlich wieder mal in die Kommentare tackern. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.